Moin. Ja, ich lese und höre in letzter Zeit sehr viel Aussteigen aus dem System. Systemrelevant und so weiter und so fort. System, System, System. Ja. Aber das, was ich eigentlich gar nicht höre oder lese, wenn es tatsächlich darum geht, auszusteigen aus diesem System, anders leben zu wollen, als das System uns das vorschreibt. Eins fällt komplett weg, und zwar das System, in dem wir leben, in dem die ganze Welt mittlerweile lebt, nennt sich Kapitalismus. Kapitalismus ist die Geißel dieser Welt. Das ist das System Kapitalismus. Also ich biete eine Dienstleistung, damit ich etwas bekomme, um davon existieren zu können. Das ist Kapitalismus. Ich tue praktisch nichts mehr einfach so, weil ich brauche das Medium Geld, damit ich mir irgendwas kaufen kann. Versorgung über Arbeitskraft sozusagen. Etwas verkaufen ist ja auch Arbeit. Und darauf ist das ganze System weltweit aufgebaut. Das funktioniert natürlich nur, weil dementsprechend diese Gedanken installiert worden sind. Oder die Menschen sich diese Gedanken selbst installiert haben in ihrem Sein, in ihrem Unterbewusstsein, überall in ihrem ganzen Körper und Verstand, inklusive auch ihr Herz damit verschmutzt haben, so dass sie davon ausgehen, dass definitiv auf jeden Fall es ganz wichtig ist, dass das Geschäftssystem überall mit drin wirkt. Sieht man im esoterischen Bereich. Ist ein riesengroßer Handel mittlerweile, oder schon länger natürlich. Esoterik. Die Menschen wollen Freiheit und Gesundheit und so weiter verkaufen. Was ja ein ziemlicher Verrat an meiner Schwester, meinem Bruder ist. Wenn ich ihnen Freiheit und Gesundheit verkaufen will. Ja, wie, du hast jetzt kein Geld? Oh, dann tut mir leid, also Freiheit und Gesundheit gibt's dann für dich nicht, ne? Ja, hast du was, bist du was? Ja, ist schon ziemlich verwirrlich, dass das so tiefe Züge nimmt, dass auch gar keiner drüber nachdenken mag. Weil es ja anscheinend so viel Mut erfordert, das einfach auszuprobieren, weil ja das Wohlstandsdenken sehr weit bis in alle Schichten. In die Schichten der Freaks, der Musiker, der Künstler, der Esoteriker, von fast allen ist das Wohlstandsdenken drin. Oder einfach nur, wer auf den Wohlstand verzichtet, trotzdem das kapitalistische Denken meistens. Es gibt ja kaum irgendwelche Menschen, die darauf vertrauen würden, dass das Leben selbst sie versorgen würde. Dass Jesus mit der Aussage recht hat, ein jeder Tag bringt seine Versorgung mit sich und natürlich auch seine Last. Welches dann ja am Ende bedeutet, ich bräuchte mir gar keine existenziellen Sorgen zu machen, wenn jeder Tag seine Versorgung mit sich bringt, wenn ich jeden Tag das bekomme, was ich wirklich benötige. Und jeder Tag bringt auch seine Last mit sich, das heißt irgendwie so. Jeden Tag werde ich auch in irgendeiner Art und Weise gefordert, dass ich dazu lernen muss, um Probleme zu überwinden, welches dann ja im Klartext bedeuten würde, wir leben in einer riesengroßen Schule, wo jeden Tag Unterricht ist, wo wir jeden Tag irgendwas dazu lernen müssen, damit wir die Last des Tages auch überwinden können. Und natürlich das Vertrauen haben müssen, wir uns die Zeit nehmen können, um die Last zu meistern, sozusagen. Die Last zu überwinden, können wir uns die Zeit nehmen, weil wir nicht dem kapitalistischen Gedanken
nachgehen müssen, sondern darauf vertrauen können, ein jeder Tag bringt seine Versorgung auch mit sich. Jede Tat startet allerdings dann wieder weitergesehen im Gedanken. So, wo fange ich dann an, wenn ich aus dem System aussteigen möchte? Fange ich damit an, dass ich jetzt nur noch sauberes, gesundes, selbst angebautes esse? So bin ich dann frei. Ja, ist wieder schwierig in einer kapitalistischen Welt, weil ich in einer kapitalistischen Welt ja nicht einfach mir ein Stückchen Land nehmen kann, umpflügen kann und genügend anbauen kann, damit ich auch ein ganzes Jahr davon essen kann. Geht ja nicht, ich brauche also Eigentum. Das heißt, ich muss mich schon wieder den kapitalistischen Regeln fügen, muss erstmal Geld dran schaffen, damit ich ein Stück Land kaufen kann oder pachten oder mieten kann. Bei Pacht oder Miet ist es noch schlimmer, weil dann brauche ich beständig immer weiter Geld, damit ich das Stück Land auch behalten kann. Ja, bin ich denn jetzt frei, wenn ich mein Essen selber anbaue? Dann bin ich ja immer noch nicht frei. Ich bin ja immer noch darauf angewiesen, ich brauche Geld, damit ich überhaupt ein Stück Land habe, damit ich was anbauen kann. Ist auch keine Freiheit und Unabhängigkeit schon gar nicht. Dann bin ich sehr abhängig von irgendwem, von irgendwas. Und wenn ich ein eigenes Stück Land habe, dann kommt der Staat sogar an und sagt so, du musst Grundstückssteuern bezahlen. Regelmäßig. Weil hast du was, musst du bezahlen, so. Weil wir dich damit zwingen, im kapitalistischen System tätig zu sein. Weil jeder muss ins kapitalistische System, weil es geht ja nur darum, Kapitalist zu sein, nichts anderes. Kapitalisten sind ja grundsätzlich auf der falschen Seite, auf der lebensfeindlichen Seite und können das nicht dulden, dass irgendwelche Menschen außerhalb dieser Seite, auf der Seite des Lebens stehen würden und beweisen würden, dass es trotzdem funktioniert ohne kapitalistische Gedanken. Also muss jeder muss gezwungen werden in das kapitalistische System rein und jeder, der irgendwie es wagt, nicht mitarbeiten zu wollen im kapitalistischen System, der muss so weit in die Armut und Verfolgung gedrängt werden, dass es ihm so schlecht geht, dass er auf gar keinen Fall ein motivierendes Beispiel für irgendjemand anders ist. Weil Kapitalismus lässt es nicht zu, eine andere Lebensform geht nicht. Wird alles in die Knie gezwungen, damit jeder mitmacht, ansonsten würde dieser ganze Betrug auffallen. Das hat wunderbar geklappt. Es gibt also was, was ich. Irgendwie pro Bundesland vielleicht ein, zwei, drei, vier, fünf Hände voll Menschen, die außerhalb dieses kapitalistischen Systems stehen. Sogar die Sozialhilfeempfänger und Hartz-IV-Empfänger stehen meistens gedanklich trotzdem noch im kapitalistischen System und sind beständig dabei, irgendwem irgendwas zu verkaufen oder sind zu stolz, Geschenke anzunehmen, sonst was in der Richtung und sowas, ja alles das kapitalistische System vorschreibt. Du darfst dich nicht einfach beschenken lassen. Das Leben selbst würde dich beschenken. Jeder Tag bringt seine Versorgung mit sich. Das Leben selbst würde dich beschenken. Also darfst du auf gar keinen Fall irgendwelche Geschenke annehmen. Geht nicht, weil ein Geschenk gibt es im Kapitalismus nicht. Ist ebenfalls ein Geschäft. Wenn du mir etwas schenkst, oh, dann muss ich dir auch was schenken. Was ja wiederum vollkommen falsch ist, weil ein Geschenk wäre ein Geschenk. Ich gebe etwas und freue mich darüber, dass ich es gegeben habe und freue mich darüber eventuell, dass der andere glücklich ist mit dem, was ich ihm gegeben habe. So, Punkt. Damit ist die Sache geschenkt zu Ende. Da habe ich keinerlei Rechte in irgendeiner Art und Weise noch Bedingungen dran zu knüpfen. Ein bedingungsloses, uneigennütziges Geschenk ist ein Geschenk. So, geben. Fertig. Punkt. Aus. Nicht so, ja, das schenke ich dir jetzt, das darfst du nicht verkaufen. Zum Beispiel. Und so weiter. Was nicht alles für Bedingungen daran geknüpft werden, damit es kein Geschenk mehr ist, sondern ein Geschäft. Ist ja auch ein Geschäft. Ah ja, okay, gut, ich brauchte jetzt kein Geld dafür zu bezahlen, sondern ich muss diese Bedingung erfüllen, wenn ich das Geschenk annehme. Und deshalb haben die meisten Leute schon überhaupt gar keine Lust mehr drauf, in irgendeiner Art und Weise Geschenke anzunehmen, weil ja überall nur solch Bedingungsgeschenke gemacht werden. Gehe ich ja gar nicht an, habe ich dem das geschenkt und der hat das gar nicht mehr.
Boah, der gierige Sack, was er damit wohl gemacht hat. Boah, boah, boah. Und so weiter und so fort. Vollkommen ekelhaft. Sind alles keine Geschenke, sondern ein Geschäft. So. Aber das Leben selbst, das unabhängige Leben, würde ja auf Geschenke basieren. Ansonsten wäre ich ja wieder abhängig von Geld. Oder ich wäre wieder abhängig von kapitalistischen Gedanken. Ich muss für das, was ich bekomme, eine Dienstleistung geben. Und so geht das jetzt mal weiter, weil es fängt dieses alles in Gedanken an. Dazu müssen diese Gedanken angenommen werden. Diese Gedanken des kapitalistischen Geschenkes, welches nicht uneigennützig und bedingungslos ist. Diese Gedanken von sich nicht beschenken lassen, was ja mehr mit Stolz zu tun hat. Die Gedanken von, wenn ich ein Wissen erlangt habe, welches mich in irgendeiner Weise befreit, dann habe ich das Recht, dieses Wissen meinen Geschwistern hier auf dieser Welt zu verkaufen. Wenn die das auch haben wollen, dann müssen sie Geld dafür bezahlen. Müssen mir irgendwas geben dafür, ansonsten gebe ich ihnen dieses Wissen nicht. Ist alles keine Freiheit, also fängt alles in Gedanken an. Also wenn ich aussteigen will, kommen wir jetzt mal wieder zu dem Systemthema, aussteigen aus dem System, dann fängt das nicht damit an, dass ich großartig äußere Umstände. Es hilft zwar ein wenig, wenn ich erstmal auf Biofutter umsteige zum Beispiel, damit ich nicht mehr so mit pharmazeutischen, chemischen Stoffen verseucht bin und meine Körper eine größere Gefühlstätigkeit zulassen kann, dadurch, dass ich mich von sauberem Gemüse und so weiter ernähre, dass ich Vegetarier werde, weil das Fleisch ist ja heutzutage eine Apotheke und dann hängt ja die ganze Zeit dieser Mord und diese Tierquälerei da dran und diese Sklaverei mit den Tieren und so weiter und so fort, das hängt da ja alles dran. Der Götzendienst des Tötens hängt da schon wieder dran. Ein Tier muss ja auch massakriert werden, getötet werden, irgendwie dafür, dass ich es essen kann. Und so weiter. Diese ganzen kapitalistischen Sachen hängen da ja dran. Braucht der Körper ja überhaupt nicht, was die ganzen Wohlstandskrankheiten beweisen, die seit 70 Jahren aufgetreten sind, überall, seitdem der Mensch beständig Fleisch frisst, seitdem der Mensch beständig lieber auf Dr. Oetker statt auf das Leben hört und sich mit allen möglichen chemischen Zusatzstoffen und so weiter volldröhnt. Ob das jetzt über Essen ist, ob das über Getränke ist, ob das über irgendwas ist, vollkommen egal. Gibt immer einen Weg. Schulmedizin taugt auch überhaupt gar nichts. Beweisen Sie selber durch Placebo-Medikamente. Der Glaube hat geheilt. Ups, dem Thema gehen wir lieber gar nicht weiter nach, weil da können wir ja gar keine Geschäfte mitmachen. Weil wenn die Leute einmal gelernt haben, solche Gedanken zu verwenden, die gesund halten und Krankheiten heilen, dann können wir weiterhin in Zukunft kein Geld mehr verdienen. Also müssen wir das unterdrücken und überall an jeder Ecke propagieren. Bist du krank, gehst du zum Doktor, nimmst du Medikamente, wirst du wieder gesund. Bist du sehr krank, gehst du ins Krankenhaus. Da geben sie dir die Medikamente oder flößen dir die gleich ein, dann brauchst du sie nicht mehr zu nehmen. Und dann wirst du wieder gesund. Also du hast einen Körper, der überall Schwingungsfelder hat und wenn ich Gedanken denke und Worte ausspreche, erzeuge ich eine Schwingung, die die Schwingungsfelder in meinen Körper beeinflussen. Und wenn ich die ganze Zeit lebensfeindliche Worte spreche mit einer fiesen Schwingung, dann werden meine lebensfreundlichen Schwingungsfelder in mir soweit die ganze Zeit unterdrückt und negativ beeinflusst, bis sie nicht mehr richtig schwingen, mein Körper also nicht mehr im natürlichen Modus arbeitet und wenn er nicht im natürlichen Modus arbeitet, auch anfängt, irgendwo krank zu werden. Was er ansonsten nicht tun würde, würde er in einer natürlichen Schwingung bleiben. So sind wir jetzt akut bei dem Thema Gedanken und System, weil das kapitalistische System
Hier in Deutschland alleine irgendwie so ist ein Standbein, ein Drittel des Hochtechnologiestandorts Deutschland ist die Schulmedizin. Ist ja nicht wegzudenken, dass der Mensch Medikamente fressen bis zum Jed nicht mehr und zu den Doktoren rennen, weil würde ja ein Drittel unserer Wirtschaft würde ja kaputt gehen. Ups. Oh, dann fangen die Probleme aber an. Ja, und würde die Schulmedizin kaputt gehen, weil die Menschen gelernt haben, friedvolle Gedanken zu denken, welche eine natürliche Schwingung haben, welche unserem Körper helfen, in einer natürlichen Schwingung zu bleiben, so also auch gesund zu bleiben, dann würde ja gleichzeitig auch die ganze Kriegsmaschinerie wegfallen, was da an Wirtschaft dranhängt, an Zulieferbetriebe und so weiter und so fort, an Waffenschmieden in Deutschland. Wir sind immer auf der Weltrangliste der Rüstungsexporteure. Diesmal der schlechteste Platz, Platz 6. Ansonsten sind wir immer bei den ersten mit dabei. Ja, wir exportieren Waffen in aller Welt. Deutsche Waffen, deutsches Geld räumen auf in aller Welt. Wie schön, der Traum von Adolf Hitler ist Wahrheit geworden. Und nennen wir kapitalistisches System, fügen wir uns alle ein. Ups. So weit wollen wir jetzt aber nicht gehen. Nee. Muss ja arbeiten, sonst habe ich ja kein Geld, ne? Habe ich ja nichts zu fressen. Ne? Ups. Sind wir schon wieder bei diesen Gedanken angelangt. Ups. Wie war das jetzt mit Aussteigen aus dem System? Aussteigen aus dem System würde also bedeuten, all diese lebensfeindlichen Gedanken erstmal aus uns herauszubekommen, welches bedeuten würde, dass wir erstmal sinnvollerweise anfangen sollten ein paar Monate. Bei manchen geht schnell, da nur 2, 3 Monate. Manche sind da ein bisschen sturer veranlagt und glauben da heftiger dran an den ganzen Blödsinn, haben aber den Willen da auszusteigen, dann dauert es vielleicht 4, 5 Monate. Aber dann mal fängt das an, tatsächlich wirklich Wirkung zu machen. Und wenn der Mensch nicht ganz dumm ist, hat er gemerkt, ah ja, ich meide Menschen erstmal eine ganze Zeit lang, die keine positiven, lebensfreundlichen, heilenden Gedanken benutzen und als Worte aussprechen und da auch nicht dran glauben, die meide ich erstmal. So fällt also erstmal auch ein riesiger Kundenkreis weg, weil die Menschen, die die positiven Gedanken benutzen, die werden ja nach nicht allzu langer Zeit sehen, ach tatsächlich, Jesus hat recht, wenn er sagt, jeder Tag bringt seine Versorgung mit sich. Je mehr ich daran glaube, je kleiner wird auch die Last, die jeder Tag mit sich bringt. Ach, wie schön, hat ja alles nur Vorteile. Und dann würde ich ja anfangen, aus dem System auszusteigen. Aber es bringt mir ja nichts, einfach nur zu sagen, so, ich arbeite jetzt nicht mehr bei Siemens und ich wohne jetzt nicht mehr im großen Wohnblock bei der große Immobilienfirma. Die Neoliberale und gebe denen die Miete und so weiter und so fort, sondern ich ziehe jetzt auf einen Bauernhof mit anderen Pünktchen, Pünktchen, wie sie sich nennen, Herzensmenschen. Und dort betreiben wir im ganz kleinen Stile unseren Kapitalismus, damit wir auch genügend Geld zum Leben haben und bauen Rüben an und bauen irgendwas an, was wir dann verkaufen. Damit wir unser Geld zum Leben haben oder wir beuten selber Tiere aus, damit wir unser tierisches Zeug weiterfressen und ja nicht auf die Idee kommen, Veganer zu werden, weil das könnte uns ja tatsächlich eine wirkliche Unabhängigkeit bringen und das könnte ja tatsächlich die Heilung auch total voranbringen, wenn wir die ganzen Milchprodukte und die ganzen Fleischprodukte, also alle tierischen Produkte, Stück für Stück aus unserer Ernährung rausschmeißen würden. Hätten wir mit der ganzen Sklaverei den Tieren gegenüber, dem ganzen Mord an den Tieren und so weiter nichts mehr mit zu tun und könnten so leben, wie die Natur uns das vorschreibt und wie es schon auf den ersten Seiten der Bibel steht. Da steht nämlich schon drin, dass der Mensch als Veganer von diesem Gott erschaffen wurde, den die Christen nicht erkennen wollen.
Weil dieser Gott wäre ja die Liebe und forderte ja ein bedingungslos glaubendes Nächstenliebe Leben, genau das, was auch Aussteigen aus dem System bedeutet. Und das wäre für die Christen ja auch zu viel, weil Christen sind ja auch Kapitalisten, untherapiert und auch nicht therapiewillig. So bin ich jetzt aus dem System ausgestiegen. Wenn ich jetzt mit meinen Kumpels zusammen mit den Herzensmenschen zusammen auf dem Bauernhof lebe und wir basteln Schmuck, den wir auf der Straße verkaufen und wir bauen Gemüse an und das, was wir auf der Straße verkaufen und sperren selber irgendwelche Tiere ein und melken die ganze Zeit und machen Käse, was wir auf dem Markt verkaufen, damit wir uns Produkte kaufen können, um frei zu leben, aus dem System ausgestiegen sind, welches ja Kapitalismus heißt, welches ja bedeutet, du musst irgendeine Dienstleistung erbringen, um irgendwas zu bekommen, um existieren zu können. Bin ich jetzt mit meinen Herzensmenschen auf dem Bauernhof ausgestiegen? Bin ich jetzt ausgestiegen oder bin ich jetzt immer noch in einer Abhängigkeit? Und zwar in einer Abhängigkeit, dass ich meinen Bauernhof halten muss. Aber wenn ich dann nicht regelmäßig dem kapitalistischen System nachgehe und Geld ranbringe, dann verliere ich irgendwann meinen Bauernhof, weil ich alleine schon meine Grundstückssteuern gar nicht bezahlen kann, weil ich schon alleine irgendwie so mein Baumaterial, wo ich meinen Bauernhof mit in Schuss halte und renoviere und so weiter und so fort, ja, das kann ich ja auch nicht bezahlen, wenn ich kein Geld habe. Weil dieser Glaube jeden Tag bringt seine Versorgung mit sich. Aber auch seine Last, das geht ja zu weit. Also so weit will ich da nicht aussteigen, dass ich an sowas glauben könnte. Weil ich bin ja kein Christ. Ups, ja warte mal kurz, Christen glauben da im Normalfall auch nicht dran. Christen gehen genauso im Kapitalismus arbeiten, um ihr Kram zu haben irgendwie so und scheren sich einen Scheiß direkt drum, was ihr Jesus sagt. Deshalb sind sie ja so ein super schlechtes Vorbild. Aber nein, wenn es mir darum geht, irgendwie so mit Herzensmenschen zu wohnen und auszusteigen und so weiter und so fort, dann geht es mir nicht darum. Was Jesus sagt, er würde ja genau das, weil, gucken wir in die Bibel, Apostelgeschichte, Zusammenleben der ersten Christen, heißt, glaube ich, die Überschrift. Wenn wir das mal so genau lesen, dann ist das, ah ja, warte mal, die sind alle zusammen, jeder hat sein ganzes Eigentum verkauft, jeder hat den ganzen Erlös in die Mitte geschmissen, alles für alle und zwar umsonst, wir leben zusammen, yeah, machen die ganze Zeit Party, wir singen zusammen und loben und preisen die Liebe und so weiter und so fort, helfen uns gegenseitig und kümmern uns darum, dass wir positive, glaubensstarke Gedanken in uns drin haben und so sollen wir leben, laut diesem Jesus. Da klammern wir uns trotzdem dran irgendwie so, dass wir immer wieder die Kirche ins Spiel bringen und lassen uns das auch nicht darauf hinweisen, dass die Kirche und die Christengemeinden überhaupt gar nicht so leben, wie Jesus das will, sondern dass die 68er, 69er Generation, wäre sie nicht so verfickt gewesen auf gut Deutsch irgendwie so, hätte sie schon mehr geschafft. So zu leben, wie Jesus das will, als ein Christ heute überhaupt irgendwo in die Richtung kommt. Aber völlig egal, wenn der Name Jesus ins Spiel kommt, die Liebe nennt man nicht Jesus, nee, weil gibt ja die Christen, die halten sich nicht dran, was dieser Jesus sagt, und deshalb bringen wir die immer wieder damit zusammen, und deshalb wollen wir darüber nichts hören. Geht's noch ein bisschen schizophrener? Aussteigen aus der Propaganda, aussteigen aus dem System, heißt es doch, denke ich. Also darf ich das Ganze auch erstmal neu überdenken. Ach so, ach so, dieser wirkliche Glaube, den Jesus Christus predigt, das geht ganz stark in die Richtung. Ich mache mich völlig unabhängig von diesem System. Ich steige komplett aus diesem System. Christen sind Lügner, Diebe, Verbrecher. Das sind Christen, nichts anderes im Normalfall. Die haben mit dieser Lehre, die Jesus Christus predigt, nichts zu tun. Nichts, gar nichts. Überhaupt nichts. Völlige Freiheit wird von Jesus Christus gepredigt. Wer so lebt, der lebt wirklich außerhalb von dem System, weil er das System als Versorger nicht mehr benötigt, weil er das System als Beschützer nicht mehr benötigt.
weil er die Medizin nicht mehr benötigt und sogar so weit hingehen soll, auf diesem Wege, dass als Endprüfung er erstmal zeigen kann, irgendwie, guck mal, ich kann 40 Tage auf Essen verzichten, ist überhaupt gar kein Problem für mich. Bin immer noch strunzigesund und geht mir super, bin zu allem in der Lage. 40 Tage nichts gefressen unter übelsten Bedingungen. In der Wüste, Nachtschweine kalt, tagsüber brutzelheiß. In der Wüste 40 Tage nichts fressen. Und auch kein Wasser trinken, da steht Fasten. Fasten ist Fasten, bei Fasten gibt's nichts mehr. 40 Tage, kein Wasser, kein Essen. Und immer noch strunzigesund und super geht's mir. Da führt dieser Weg hin. Das wäre ja mal komplette Unabhängigkeit. Ach wie, ich kann ja bei 40 Tagen auf Essen verzichten. Oh! Ja gut, vielleicht nicht gleich ganz zu Anfang. Aber wenn ich diesem Glauben ein paar Monate, ein, zwei, drei Jahre nachgegangen bin, dann bin ich auch so weit, dass ich 40 Tage lang auf Essen verzichten kann. Und auf Trinken auch. Und auf alles verzichten kann. Ich diese Welt überhaupt gar nicht mehr brauche. Dann bin ich ausgestiegen aus dem System, weil die ganze Welt fungiert nach dem kapitalistischen System. Das System, welches alle andingsten, heißt Kapitalismus. Und alle sagen, das System ist scheiße und stehen auf und gehen zur Arbeit. Das System ist scheiße, aber sie schenken nicht uneigennützig, sondern verkaufen auf eBay ihre Turnschuhe. Und gucken nicht irgendwie, ah, guck mal da, ja, total der arme Mensch hat total die zerfetzten Schuhe an und kommt überhaupt nicht klar irgendwie so. Der sieht so aus, als hätte er meine Schuhgröße hier. Guck mal ran hier. Darf ich dir ein paar Schuhe schenken? Die sind zwar schon ein bisschen gebraucht, aber super. Immer noch in Ordnung, wunderbare Schuhe. Irgendwie so möchte ich dir gerne schenken, bitteschön. Die setzen wir heutzutage bei eBay rein. Und versuchen dann noch ein paar Euro zu ergattern von unseren alten Schuhen. Und Kleidungsstücken und Haushaltsgegenständen und sonst irgendwas, was man nicht irgendwie so hier in Hülle und Fülle hat in diesem Land und einfach an alle schenken kann, die es gerade brauchen, damit wir irgendwann mal wirklich aussteigen können aus dem kapitalistischen System. Weil Kapitalismus heißt verkaufen, kaufen. Dienstleistung geben, um irgendwas zu empfangen, dass ich existieren kann. Nicht mehr so, die Natur lässt es wachsen, ich darf es essen, ja wunderbar, dafür kacke ich einen Baum irgendwie, dann ist der auch noch gedüngt irgendwie so, das kann besser was Neues wachsen und so weiter und so fort. Natürliches geben und nehmen. Nein, so weit darf das wohl nicht gehen. Ja, aussteigen aus dem System. Und deshalb fängt das Aussteigen aus dem System mit Änderung der Gedanken in positive Gedanken, die uns dazu bringen zu lächeln. Weil durch Lächeln können wir unser Herz öffnen und dann kann natürliche Liebe, die in der Lage ist, uns zu heilen, uns zu sättigen, uns zu befriedigen, natürliche Liebe aus dem Herzen kann in uns einfließen und macht uns Stück für Stück unabhängig von diesem System. Und in manchen religiösen Schriften wird diese Liebe auch Jesus genannt, die in unserem Herzen ist. So, und damit haben wir diesen Gott schon gefunden. Finden wir in unserem Herzen. Und dann können wir auch sehen, ah, da kommt nicht nur natürliche Liebe raus, sondern da kommen auch Gedanken der Wahrheit in meinen Kopf, die mich weiter antreiben, alles zu verstehen und Gedanken in meinem Kopf zu haben, die mich zum Lächeln bringen. Wenn ich sie betont ausspreche, damit meine Herzenstür weiterhin geöffnet stehen bleibt und ein weiterer Nachschub von Wahrheitsgedanken und natürlicher Liebe, die alles heilt in mir und die mich auch zufrieden macht und die auch meinen Körper sättigen kann und so weiter und so fort, die mir alles sein kann, wenn ich es zulasse und ich nichts mehr von außen brauche und völlig unabhängig bin von einem materialistischen System und so eine starke Aura dann um mich herum habe, dass kein bösartiger Kapitalist in irgendeiner Weise mehr in der Lage ist, mich anzugreifen, mich anzutasten. Mehr als dumme Sprüche können da nicht kommen und sobald ich sofort Vergebung übe und lächle,
Geht dieser? Kann er mich gar nicht angreifen? Geht überhaupt gar nicht? Das Dunkel flieht vor dem Licht und das Licht ist natürliche Liebe in Verbindung mit Wahrheit. Dann brauche ich auch die Sexualität nicht mehr, bin also völlig unabhängig auch von den Geschlechtspartnern, weil die natürliche Liebe aus meinem Herzen macht mich völlig frei und völlig zufrieden und völlig glücklich. Versorgt mich, beschützt mich alles. Damit habe ich alles gefunden, was ich benötige. Das ist das Einzige, was ich wirklich brauche, den Zugang zu meinem Herzen, welches nur geht, wenn ich gedanklich auch mal bereit bin, die Wahrheit zuzulassen, die Wahrheit auszuprobieren, die Wahrheit bei mir zu installieren, damit die ganzen fiesen lebensfeindlichen Gedanken, die ich bei mir habe installieren lassen und dann irgendwann dadurch selber weiter installiert habe, damit die meinen Körper wieder verlassen, am besten über mein Herz, der einzige Weg, sie loszuwerden, und ich sie austausche in positive, lebensfreundliche, friedliche, vergebende, lebensbringende, gesundende Gedanken. Dann fange ich erstmal an, auszusteigen aus dem System. Und dann werde ich sehen, wie viele Aussteiger es gibt, dass es gar nicht mehr so viele sind. Und dann würde ich sehen, ah, ist doch die Wahrheit, wenn Jesus sagt, irgendwie, meine Herde ist klein. Weil er der Geber dieser Gedanken ist und die braven Schäfchen irgendwie, die von dem Hirten beschützt werden, sind die Herde. Und die ist tatsächlich wirklich klein. Und dann kann ich entscheiden, wie weit ich gehen will, ob ich tatsächlich aussteigen will aus diesem System oder ob ich nur eine alternative Existenzform finden möchte, wo ich aber trotzdem weiter den kapitalistischen Gedanken fröne und sage, ohne Arbeit kein Brot, nicht? Ja, aber da bin ich froh, dass ich lieber Sahnetorte esse irgendwie, die gibt's vom Leben umsonst. Dafür brauche ich erstmal nur geistig arbeiten, also mit den Gedanken der Liebe zu arbeiten. Wie schön. Ja, vielleicht, wenn es mal so klipp und klar gesagt wird, vielleicht versteht es ja dann irgendwer. Vielleicht möchte ja mal jemand drauf einsteigen, weil nur wenn ich diese Gedanken auch denke und mich austausche über diese Gedanken, selber Stellung beziehe zu diesen Gedanken und so weiter und so fort, kann es anfangen, dass diese Gedanken sich in mir installieren, so dass sie irgendwann auf Automatik laufen nach ein paar Monaten und ich nicht mehr die ganze Zeit geistig arbeiten muss, sondern automatisch positiv spreche und ganz viel lächle und mein Herz offen habe und aber auch in der Wahrheit stehe und daran glaube, dass diese Wahrheit mich vollkommen befreit und nach meinem Glauben wird mir geschehen, Halleluja, und dann bin ich nach ein paar Monaten noch relativ vollkommen befreit und geheilt und völlig unabhängig von jeglicher Form des kapitalistischen Systems, auch den kapitalistischen Herzensmenschengemeinschaften, die der Meinung sind, ihre Existenz über kapitalistische Wege in irgendeiner Weise finanzieren zu müssen, was sie ja gar nicht müssten. Und deshalb ja überhaupt gar nicht autark sind, sondern es ist nur eine alternative Form des Kapitalismus, nichts weiter. Esoterische Gemeinschaften im Normalfall eine alternative Form des Kapitalismus. Christengemeinschaften eine alternative Form des Kapitalismus. So, wer möchte denn raus aus dem System? Der kann sich ja mal melden. Ich sag Kapitalismus, nein, danke. Aber wozu auch? Das Leben bringt seine Versorgung jeden Tag mit sich und auch seine Last. Aber das Leben gibt auch die Hilfe, diese Last zu bezwingen, weil es geht ja nur darum, dass wir immer offen dafür sind, Neues zu lernen. Und nicht urteilen und sagen, oh, nö, nö, das geht ja eh nicht, ohne dass ich es ausprobiert habe, ob es geht. Sogar die Wissenschaft hat schon festgestellt, dass es geht, dass wir über Glaube gesund werden. Placebo-Medikamente, sogar die haben schon festgestellt. Ja, schön. Dann schauen wir mal. Vielleicht gibt ihr mal einen Kommentar ab und nicht nur ein Gefällt mir. Gefällt mir. Und weiter, ich muss da noch kapitalistische Sachen machen, ich habe da keine Zeit für. Gefällt mir. Sondern einfach mal, oh,
Vielleicht lohnt sich das weiter darüber nachzudenken. Vielleicht lohnt sich das mit jemandem Gedanken darüber auszutauschen. Vielleicht lohnt sich das mit jemandem zusammen dann auch anzufangen, lebensfeindliche Gedanken zu deinstallieren in mir und oder auf dem Wege des Installierens von lebensfreundlichen, gesunden, positiven, vergebenen, heilenden Gedanken. Halleluja, danke. Denn das Wort Danke ist schon in Gedanke drin. Gedanke, da steckt das Wort Danke drin. Also sollten alle Gedanken mit einem Danke, weil dann lächle ich ja und öffne mein Herz und dann können Gedanken der Wahrheit auch in meinen Verstand reinkommen. Danke. Aber dafür müssen wir ja bewusst uns selbst bewusst, dass die Wahrheit aus unserem Herzen kommt, also auch bewusst sprechen, so dass wir überhaupt wieder eine Chance haben, die obere Gesichtsmuskulatur in irgendeiner Weise wieder in Ordnung zu bringen, weil ja alle rumlaufen irgendwie so mit dem Halbmond nach unten und sagen, normal Fresse ziehen bei der Scheißwelt. Danke, danke, danke. Ja, also bleibe in der Nächstenliebe, das ist erstmal das irgendwie so, was die Kraft überhaupt gibt, das in Gang zu bringen. So uneigennütziges Nächstenliebe-Leben, ja, allen vergeben wollen, wenn ich nicht vergeben kann, dann sage ich im Leben halt ganz einfach, oh liebes Leben, ich will aber unbedingt vergeben, helf mir. Das hilft dann auch schon mal, ja. Leben, aussteigen aus dem System. Also aussteigen aus dem Kapitalismus, also auch tatsächlich aufhören zu verkaufen und Dienstleistungen zu bringen, damit ich in irgendeiner Weise existieren kann. Weil ja doch so gut wie niemand weiß, die einzige Dienstleistung, die wir als erstes mal bringen sollten, wäre, uns selbst irgendwie so zu heilen, dadurch, dass wir heilende, positive, vergebende Gedanken, die uns zum Lächeln bringen, in uns installieren, dadurch die lebensfeindlichen Gedanken deinstallieren. Und dann dadurch aus Erfahrung dahin kommen und sehen, ah ja, wunderbar, das Einzige, was die Menschen erstmal brauchen, ist, dass sie aufgeklärt werden darüber, dass es tatsächlich ein Leben außerhalb des Kapitalismus gibt. Und dass sie sehen können, ah, wie schön ist das irgendwie so. Ja, es gibt Menschen, die tun das einfach außerhalb des Kapitalismus. Ich kann das auch probieren, weil ich habe da Menschen irgendwie so, die sind also auch bereit, ihre Zeit einfach so aufzubringen, um mir zu helfen. Auch frei von kapitalistischen, also krankmachenden, lebensfeindlichen Gedanken, mich von diesen Gedanken heilen zu lassen, weil sie mir helfen, dass ich diese Gedanken in mir installiere und dadurch die lebensfeindlichen Gedanken deinstalliere. Halleluja, also bleibe erstmal in der Nächstenliebe. Es geht erstmal nach dem Willen, der Glaube kommt dann. Wenn oft genug die positiven Gedanken gesprochen werden, wir sehen das ja mit dem Negativen auch, brauchen wir nur oft genug zu hören und zu sprechen, dann glauben wir daran. Sind ja schon 70%, 80% der Menschen in Deutschland geimpft, glauben ja alle daran, dass sie nicht gesund sein können, einfach so, sondern eine Impfung benötigen, glauben ja alle daran, dass der Tag nicht seine Versorgung mit sich bringt, sondern nur seine Last. Ansonsten würden sie sich meistens ja auch nicht impfen lassen, weil sie ja, ach, am ach, so kapitalistischen Leben nicht mehr teilnehmen können. Ach ja, und dann womöglich noch ihre Arbeitsstelle verlieren würden und was weiß ich nicht alles irgendwie so, wo jeder Tag doch seine Versorgung mit sich bringt und auch seine Last. Halleluja. Bin ich jetzt mutig? Will ich jetzt mutig sein oder bleibe ich jetzt weiter System und lebe mit meinen systemrelevanten Herzensmenschen auf meinem autarken Bauernhof trotzdem nach kapitalistischen Regeln? Und was soll ich denn noch mit ganzer Freiheit? Also bleibe in der Nächstenliebe tätig. Das ist erstmal das, was ihr benötigt. So wie ihr gebt, so werdet ihr auch zurückbekommen. Halleluja, wie wunderbar. Es kann alles so schnell gehen, wenn ein Mensch tatsächlich Interesse hat und auch mal mitmachen will und nicht nur die ganze Zeit sagt, ja, gefällt mir. Nächstes Thema. Konsum, 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 Konsum. Nächstes Thema. Konsum, Konsum, Konsum. Nächstes Thema. Konsum, Konsum, Konsum. Der da, der da, der da, nicht ich. Der da, der da, der da, nicht ich. Maschine, 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 System, 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 Kapitalismus, 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 Propaganda, Propaganda, Propaganda. Hallo, danke. Bleib in der Nächstenliebe, bis später.